In der Vergangenheit hat Lindner versucht, immer die Fahrzeuge komplett autark im Haus zu entwickeln. Das ist heutzutage mit den recht aufwendigen und komplexen Entwicklungen nicht mehr möglich. Und somit unterstützen wir unser motiviertes Entwicklungsteam mit langjährigen Entwicklungspartnern wie Perkins, Bosch und ZF. Und in unserem Sinn ist es, Entwicklungen dieser Firmen im speziellen Bereich für die Berg- und Grünlandwirtschaft weiterzuentwickeln. Und dazu bringen wir natürlich sehr viel Wissen an diese Firmen und bekommen dadurch dementsprechend Ergebnisse für unsere Fahrzeuge zurück. In der letzten Zeit waren Entwicklungen Motoren betreffend der Abgasstufe natürlich sehr wichtig. Unter anderem haben wir hier Perkins sehr stark in der Modernisierung der Abgasstufe 3A für unseren Dreizylindermotor unterstützt und haben es geschafft, einen sehr agilen Motor den neuen Abgasnormen entsprechend umzusetzen. Das Ganze wird sehr aufwendig getestet. In den heutigen Entwicklungen sind die Testprozedere natürlich wesentlich aufwendiger. Im Vorfeld berechnen wir und schlussendlich werden dann komplette Prototypen getestet. Diese Tests und Ergebnisse dieser Tests sind für uns natürlich sehr wichtig und wir lernen daraus, um unseren Kunden die bestmögliche Qualität zu liefern.